Hilfe für die Ukraine, Haarspenden für Umweltschutz und ein Wandbild kehrt zurück. Hallo zu Gigu2Go. Wir beginnen bewusst farbenfroh, denn lachende Kinderaugen wie die, die euch gleich anstrahlen, bringen uns alle in diesen Tagen auch mal auf andere Gedanken. Ach, ich wünsche mir, dass die Leute Freude am Malen bekommen. Also hier in den Töpfen, die man hier so sieht, sind hauptsächlich Acrylfarben. Wir malen aber auch mit Aquarellfarben, Wasserfarben, mit Gouachefarben, also eigentlich alles, was es so gibt. Worauf sie Lust haben, das entscheiden auf jeden Fall die Kinder. Die Farbenfüchse sind ein Kunst- und Kreativatelier für jedermann. Und hier sind wir jetzt auch schon seit 4 Jahren, also noch nie gewechselt. Aber vielleicht vergrößern wir uns ja auch. Ich komme ja aus der Schule mit G8. Und was mir hängen geblieben ist, dass ja, der Leistungsdruck, ich muss abliefern, auch im Kunstunterricht. Ich konnte nicht kreativ sein, ich hatte meine Vorgaben. Aber immer gemerkt, dass ich zu Hause lieber frei malen möchte. Also meine Mama, die hat schon immer gearbeitet im künstlerischen Bereich, auch schon in einem anderen Atelier und war da aber nur angestellt und wollte das schon immer selber machen. Frei eben von dieser Bewertung. Wenn man vor einem Problem sitzt, nicht verzweifeln. Da findet man bei uns einen Raum. Wir sind ja auch für Erwachsene da, aber hauptsächlich haben wir unser Augenmerk gelegt auf die Kurse für Kinder. Die Leinwände, die bauen wir auch selber aus Dachlatten, die werden dann bespannt. Wir haben hier ganz viele Ordner stehen mit Beispielbildern. Da wird dann am Anfang eigentlich erstmal gestöbert, wo das Auge hängen bleibt. Und sie können sich aber auch immer was von zu Hause mitbringen. Da sind eigentlich alle Wünsche offen. Also gemalt wird ja nicht nur mit den Pinseln, sondern dann kann eben auch gespachtelt werden. Und mit den Fingern haben wir auch schon gemalt. 5 Wochen, einmal die Woche kann man sich einen Termin aussuchen, zu dem man dann 1,5 Stunden kommt. Das, was man geschaffen hat in der Zeit, nimmt man mit nach Hause. Seit 2018 sind wir in Bischofsheim am Bahnhof, die große Treppe nach unten in der Gabelsberger Straße 9. Ja, frei werden, ihr Herz auf die Leinwand bringen, das wünsche ich mir. Kreativ werden und frei. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Mainspitze engagiert sich für Menschen in der Ukraine. In den vergangenen Wochen gab es große Sammelaktionen und Hilfstransporte, bei denen die Verwaltungen, Feuerwehren, Gewerbevereine, Dachverbände der Vereine und Raven Logistik mit der Gustavsburger Firma Hörmann Automotive zusammenarbeiteten. Wer weiter Hilfsgüter spenden möchte, kann diese dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr zum Bischofsheimer Kunstwürfel in der Hans-Dorr-Allee bringen. Mit diesem Formular fragen die Verwaltung Hilfe in Form von Dolmetschen, Sprachkursen, Betreuung und Begleitung von Geflüchteten ab. Den Fragebogen findet ihr auf den eingeblendeten Internetseiten. Auf Facebook gibt es unter Flüchtlingshilfe Mainspitze eine neue Gruppe, die von den Administratoren der Bischofsheimer und Ginsheim-Gustavsburger Gruppe ins Leben gerufen wurde. Auch dort könnt ihr euch über Hilfsangebote austauschen. Unter dem Motto Blind Date spendet ihr beim Lesen. Einfach ein verpacktes Buch in der Buchhandlung in der Villa Hermann gegen eine Spende eurer Wahl mitnehmen. Und noch ein wichtiger Hinweis, die beiden Sporthallen an der IGS Mainspitze werden ab dem 31.03. als vorübergehende Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine benötigt und stehen erstmal nicht mehr für Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Gute Nachrichten gibt es im nächsten Beitrag, denn der Bischofsheimer Chor Sound of Musicals plant nach 2-jähriger Corona-Pause endlich mal wieder ein Konzert. Wir proben hier jeden Dienstag für Sound of Musicals. Der nächste Auftritt ist Ende Mai. Da haben wir 6 Konzerte bis zum Pfingstwochenende. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das erste Wochenende ist schon fast ein bisschen ausverkauft. Das ist der 28. und 29. Mai. Aber unter der Woche haben wir auf jeden Fall noch sehr viele Karten. Wir proben gerade unser Repertoire für unser alljährliches Konzert, das jetzt im Mai stattfindet. Dieses Jahr spielen wir Die Schöne und das Biest, Schuh des Manitou, Titanic, Die drei Musketiere und We Will Rock You. Es ist ungefähr ein Dreivierteljahr Vorlauf, wenn das Programm mal steht. Einmal die Woche haben wir mindestens unsere ganz normalen Chorproben. Im 2-wöchentlichen Turnus haben wir Choreoproben, also Tanzproben. Das ist aber meistens damit nicht getan, weil wir irgendwie alles aus eigener Hand auch machen. Jetzt hier hinter mir, die 2 kümmern sich jetzt gerade ums Programmheft und ums Catering. Was kriegt man für sein Geld? Einen bombastischen Chor, Emotionen pur. Es sind die wichtigsten und besten Lieder alle zusammengefasst. Total tolle Lichtershow. Mit Choreografie und Kulisse und Tanz und Kostüm und natürlich dem Gesang.
Aspekten, was man bei den Konzerten auch immer schön erleben kann, ist, dass wir Spaß am Singen haben auf der Bühne, dass wir es nicht einfach machen, um uns zu profilieren oder weil wir Geld damit verdienen sollen, weil wir einfach Spaß haben und das rüberkommt. Und es ist aber auch so, dieses selbst auf der Bühne stehen zu dürfen, das mitzubekommen, das wieder jetzt nach diesen 2 Jahren Corona-bedingter Auszeit zu tun, das ist schon ein großes Highlight dieses Jahr. Ja. Das ist einfach super geil. Weiter geht's mit einer genialen Idee des Direktrecyclings, an der sich vor allem Friseursalons beteiligen können. Es geht um Gewässerschutz und Steffi vom Ginsheimer Schnittwerk ist auf jeden Fall schon mit dabei. Naja, mit Haaren kann man viel machen. Man kann viel gestalten, man kann sie färben, man kann sie schneiden, man kann sie föhnen. Die Haare haben die Eigenschaft, Fette und Öle an sich zu binden, um Gewässer zu reinigen, Ozeane zu reinigen, Sonnencreme rauszufiltern, Tankeröl, alles, was an Fetten und Ölen halt so im Meer, Gewässer, Seen, Flüssen rumschwimmt. Und wir haben jetzt seit letztem Jahr in Deutschland eine ähnliche Initiative, die genau das Gleiche macht. Und da haben wir uns jetzt Anfang des Jahres angeschlossen. Die pressen daraus Matten, also man kann sich das vorstellen wie eine Matratze aus Haaren eigentlich. Und diese Matratzen, diese Haarmatten werden ins Meer geworfen an den Stellen, wo sie gebraucht werden. Dann sammeln sie das Öl, binden das an sich, werden rausgeholt und können bis zu 8-mal gereinigt werden und wiederverwendet werden. Also alles, was wir abschneiden, sammeln wir in Papiertüten. Und dann schicken wir einmal im Monat ein kleines Paket oder auch ein größeres Paket an die Kollegen, die sich darum kümmern hier in Deutschland. Und die basteln dann aus diesen Haaren eine Matratze. Wir hatten jetzt das erste Paket, das war jetzt so ein 10-Kilo-Paket. Und wir machen ja auch ganz viel hier mit Extensions. Und das ist ja auch oft, wenn diese Haare rausgelöst werden und nicht wieder eingesetzt werden können, kommen die natürlich auch in unseren Haarsack. Und da, ich denke, da ist noch Luft nach oben hier mit der Haarmenge. Ich wünsche mir, dass ganz viele andere Kollegen darauf aufmerksam werden und sich dem anschließen, weil ich glaube, dass man in der Menge da super viel erreichen kann. Und würde mir wünschen, wenn noch andere Salons sich da anschließen, hauptsächlich. Zum Abschluss widmen wir uns dem Thema Kunst am Bau in Bischofsheim. Mit dem Abriss der Theodor-Heuss-Schule verschwand dieses Gemälde aus der Eisenbahnergemeinde. Bewahrt wurde lediglich ein kleiner Teil, der als Reminiszenz in das neue Gebäude integriert werden sollte. Was aus der Idee geworden ist und vor allem, ob man endlich weiß, wer damals das Gemälde an die Wand brachte, erfahrt ihr jetzt. Wir haben das Rätsel gelöst, wer der Künstler ist, der dieses Graffito 1956 hier aufgetragen hat. Wir sind hier in Bischofsheim und stehen vor der Rekonstruktion eines Wandbildes, das mein Vater in den 50er Jahren gemacht hat. An der Stelle stand bis 2011 die Theodor-Heuss-Schule. Der Heimat- und Geschichtsverein hat aus dem Abriss einen Teil gerettet. Das ist ein Stück Lokomotive von dem Motiv, was hier früher mal stand. Man hat uns gebeten, das irgendwo in den Neubau zu integrieren. Wir haben dann hin und her überlegt und haben gesagt, diese Lok, die ja nur ein kleiner Teil dieses Gesamtkunstwerks war, das wirkt nicht. Und wir haben dann gesucht, ob wir einen Künstler finden, der sowas nachmalen kann. Ich bin ursprünglich gelernter Theatermaler und habe quasi Kulissenbilder gemalt. Aber mir ist es wichtig, dass das Traditionelle in der Malerei eben noch bestehen bleibt. Und deswegen arbeite ich mit Werkzeugen wie mit Pinseln und Farbe und mit einem Malstock, um gerade Linien zu ziehen, was jetzt hier auch wichtig ist. Also ich habe die Fotovorlage genommen und habe mit einem Tablet das ganze Bild nochmal nachgezeichnet, sowie auch nochmal anhand des einzigen Originalstücks, was erhalten ist, die Farben zumindest teilweise zu ermitteln und von diesen Farben dann wiederum auf die anderen Farben zu schließen. Es ist schwierig, dass man halt einen Überblick bekommt über dieses Gesamtwerk, wenn man einfach 40 cm von der Wand entfernt steht. Ja, ich gehe auch oft runter, gehe hier in den Park und gucke mir es von der Ferne an, um zu checken, ob alles richtig ist. Aber meine Referenz, die ich in der Hand halte,
Die habe ich übertragen an die Wand mit Hilfe von einem Raster. Das ist auch eine Maltechnik, die wir im Theater angewendet haben. Bernd Grimmel ist im hohen Alter von 94 Jahren zu Weihnachten 2020 gestorben. Es erscheint wieder neu und es wird an ihn erinnern und es wird mit ihm weiterleben, so wie viele andere Wandmalereien, die er gemacht hat, vom Klinikum Gießen bis zu vielen anderen Schulen. Er hätte sich bestimmt unheimlich gefreut, dass hier diese Initiative entstanden ist, das zu rekonstruieren und dass da mit so viel Begeisterung dran gearbeitet wird. Das Schöne ist, dass seine Frau da war und das auch alles gutheißt und schön findet, an ihren Mann zu erinnern. Und sie hat ja auch ein bisschen erzählt, dass auf dem Bild vieles wiederzuerkennen ist, was er an anderer Stelle auch gemalt und verarbeitet hat, dass er gut kochen konnte und deshalb da auch hier für damalige Unterrichte Hauswirtschaft auch einen Bezug geschaffen hat. Wir werden dieser Lok auch einen Platz geben. Es wird ein Stück Wand an der Ecke entstehen und da werden wir die Lok integrieren und auch eine Gedenktafel. Und weist damit nicht nur auf die Historie noch mal hin, natürlich auch den Hinweis für alle Bischofsheimer und Bischofsheimer, die da drin zur Schule gegangen sind. Das war die Theodor-Heuss-Schule früher gewesen. Wenn ich hier arbeite und male, es kommen viele Passanten vorbei, die mich auch einfach ansprechen und hochrufen, was super ist, weil ein schöneres Feedback kann es eigentlich gar nicht geben. Ja. Also es ist toll, sich damit auseinanderzusetzen. Das war's für heute. Die nächste Folge von GIGO2GO gibt's am 24.04. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Danke an Rhein-Main TV und bis zum nächsten Mal. Tschüss.